Hallo zusammen. Ganz viele von euch sind ja im Moment unterwegs, sind verreist irgendwo in die Welt. Ich bin auch unterwegs, aber gar nicht räumlich so weit vom Rheinbogen entfernt. Ich bin hier in Mönchengladbach, genau genommen in Wickertberg. Und das ist eher eine Zeitreise, denn hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Ich finde es wichtig zu wissen, wo man herkommt, wo man so seine Wurzeln hat. Aber das heißt nicht, dass ich denke, ich bleibe eng in meinem Herzen. Nur die, die von hier kommen, sind die Richtigen. Und nur die, die hier immer schon gewohnt haben, die haben das Recht, hier zu sein. Ich finde, als Christ bin ich Weltbürger. Als Christ weiß ich, der Himmel, der über mir ist, der ist auch über allen anderen. Und es macht mich eher ehrfürchtig zu denken, hey, wir sind alle umspannt und alle Gäste auf dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen verreisen, irgendwo hin, wo auch immer, dann ist es doch ein schönes Gefühl zu denken, hey, als Christ bin ich eigentlich überall zu Hause, weil Gott, mein Herr, mein Vater, ja überall seine Kinder hat und ich habe überall meine Schwestern und Brüder. Es gibt nichts Döveres, als zu denken, die anderen gehören nicht zu uns. Als Mensch gehören die anderen immer zu uns. Egal, ob sie bei uns sind, ob sie woanders sind, ob sie zu uns kommen oder wir zu ihnen. Behalten wir das in unserem Herzen und kämpfen wir immer dafür, dass wir verstehen, dass wir uns freuen darüber, wo wir herkommen. Aber dass wir auch verstehen, dass wir als Christen Weltbürger sind und unsere Schwestern und Brüder überall auf der Welt haben, bei den Menschen guten Willens. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr unterwegs seid, habt viel Spaß, habt viele gute Eindrücke und viele gute Erfahrungen, die ihr mitbringt. Und wir sehen uns im Rheinbogen wieder. Segen für euch, macht's gut, tschüss.